Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen, aber doch wichtigen Let's Show, was nicht so groß ist, dass wir daraus jetzt ein News-Video machen, aber als Let's Show sollte es doch, glaube ich, ganz gut passen. Denn wir haben heute und auch noch die nächsten Tage den St. Patrick's Day 2021, das heißt also vom 12. März bis zum 22. Und da gibt es einige Dinge, die neu sind, unter anderem dieser Trailer, den ich euch schon am Anfang des Videos reingewurschtelt habe, der ganz schick gemacht ist, denn wir haben ein neues Fahrzeug, diesen Tumbril Cyclone MT. MT steht natürlich für mega toll, also nein, es steht natürlich für Military. Die Sache ist, wir hatten den schon gesehen, wenn ihr euch noch erinnert, im letzten und vorletzten News-Video habe ich ihn euch schon mal gezeigt, ganz unbewusst eigentlich so mit reingeschwungen, also das neue Fahrzeug, was dann mit der Alpha 3.13 released wird. Es ist also noch nicht, und das ist ganz wichtig, noch nicht fahr-ready. So, gehen wir mal kurz weiter, ich komme gleich nochmal darauf zurück, wir schauen mal hier, ein paar lustige Bilder, könnt ihr euch alles angucken, ich verlinke euch diese Seite hier auch unten in den Kommentaren angepinnt. So, was haben wir noch Wichtiges? Wir haben hier den Cyclone, da ist er, Cyclone MT. Der Cyclone MT, ihr seht es hier an dem Bild ganz gut, ich mache es auch gleich noch ein bisschen größer, ist am Ende eine Mischung aus dem Cyclone TR, also der Maschinengewehr-Variante, und dem Cyclone AA, also der Raketen-Variante. Das heißt, wir haben hier oben ein Geschütz drauf, haben wir hier nochmal ein hübscher, ja, hier sieht man es ganz gut, ein Geschütz drauf und links und rechts davon haben wir jeweils zwei Raketen. Slots, das heißt, dieser Turm, das ist ein frei beweglicher Turm, der sich, habt auch im Video gesehen, um sich selbst komplett 360 Grad drehen kann, hinten auf dem Fahrzeug drauf, kann also Raketen abfeuern und normal schießen, und das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. So, was kostet der Spaß? Nun, er kostet $77. Ich habe jetzt hier ganz bewusst die Dollarpreise, ich sage euch gleich noch warum, also in der Warbond-Version und 89 in der normalen Version. Ich mache euch mal kurz die beiden hier auf, einmal die normale, einmal die Warbound, denn es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den beiden, abgesehen vom Preis, wie immer. Der normale hat 6 Monate Versicherung und der Warbound hat tatsächlich Lifetime. Also vielleicht eine gute Gelegenheit, selbst wenn ihr den nicht haben wollt, sich hier einen LTI-Token zu holen, beispielsweise für den Nova Tank, der ja wahrscheinlich mit der 3.13 fertig wird und dann auch wieder zum Kauf angeboten wird. Und dann vermutlich ohne LTI, denn der Concept Sale vom Nova Tank, der ist schon vorbei. Also könnte man sich hier überlegen, einfach als LTI-Token zu kaufen oder halt auch einfach, weil man ihn haben will. Ich komme zu den Details zum Fahrzeug gleich noch. Erstmal will ich noch kurz zeigen, es gibt auch noch ein Upgrade hier unten. Ihr könnt nämlich zum normalen Preis, also kein Warbond Upgrade, sondern ein normales Upgrade, also das heißt zu diesem Preis hier, könnt ihr auf den Cyclone upgraden. Mache ich mal ganz kurz beispielhaft. So, dann seht ihr mal den Preis, auch hier wieder in Dollar. Zum Beispiel, ihr habt schon einen Cyclone, so wie ich. Ich kann nur sagen, was ich gemacht habe. Ich hatte schon den Cyclone TR, der kostet 65 oder hat einen Wert von 65. Und genauso auch die anderen, ne? Das ist alles genau gleich. Und das heißt, ihr könnt für einen 10er upgraden auf den neuen. Das ist eigentlich, wie ich finde, ein ganz guter Deal, wenn man darauf steht. So, warum Dollarpreise? Nun, der Grund ist ganz einfach, wenn ihr hier sowas kauft, aktuell, das was ich jetzt sage, gilt nur aktuell, ist es wesentlich günstiger, einfach in Dollar zu kaufen, weil der Wechselkurs von CRG nicht so gut ist wie der von PayPal. Das heißt, ihr spart den ein oder anderen Euro, wenn ihr das Ganze in Dollar kauft und dann von PayPal umrechnen lasst. Also nutzt das, es schadet euch nicht und auch CRG nicht. Und ja, das ist, glaube ich, eine gute Variante. Die Europreise könnt ihr euch ja einfach selber reinsehen auf der Website, ne, wenn ihr es genau wissen wollt. So, dann haben wir darüber hinaus, ihr seht es schon hier, einen Skin für die Mercury Star Runner, einen grünen Skin. Den habe ich mir mit euch schon im Livestream angeschaut, wer den mal richtig im Spiel sehen will. Ich blende es euch jetzt hier an der Stelle mal ganz kurz ein, wie es aussieht. Wer noch ein bisschen mehr davon sehen will, der möge sich einfach den Livestream angucken. Ist relativ am Anfang, kurz ein bisschen durchgucken. Da fliege ich eine ganze Weile mit dem Schiff rum, auch in der Atmosphäre. Und wir sehen da sogar einen Regenbogen auf Hurston. So, der Skin kostet $13, also rund 11 Euro. Hat einen Shopwert von $11 und ja, ist halt grün. Ne? Ist ganz schick eigentlich, ist ein nettes Grün, ein dunkles Grün, nicht so quietschig, sondern eher Standard.
ein bisschen waldgrün fast schon. Ich finde sogar, dass es hier besser aussieht, hier in diesem Pack. Es ist realistisch abgebildet. Hier wirkt es ein bisschen zu hell. So, darüber hinaus haben wir noch was anderes. Nämlich für alle jene unter euch, die möchten, die können sich jetzt die Mercury Star Runner wieder kaufen. Ich kriege immer mal wieder Kommentare, ich hätte gerne die Mercury Star Runner, wie sieht's denn da aus, wann kann man die wieder kaufen? Antwort jetzt. Und zwar zum einen in dieser Version, da gibt es 6 Monate Versicherung und diesen Skin kostenlos mit dazu. Und die Star Runner ist auch ein bisschen rabattiert, allerdings nicht in dieser Version. Es gibt noch eine andere und die ist, glaube ich, ganz besonders spannend, nämlich... Die befindet sich hier ganz unten. Ihr könnt aktuell auf die Mercury Star Runner upgraden. Und zwar als Warbond Upgrade. LTI ist nicht mehr dabei, aber das Schiff hat dann, wenn ihr es über diese Variante macht, nicht den normalen Wert von $260, sondern ihr zahlt nur 230. Und das ist schon, also $30 Rabatt, das ist schon mal eine Ansage. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die zum Concept Sale nur $5 billiger war. Also ihr kriegt die hier fast zum Concept Sale Preis. Das ist gut, würde ich empfehlen mitzunehmen. Ich glaube kaum, dass ihr hier nochmal so stark rabattiert das ganze Stück anbieten. Allerdings, hier gibt es den Skin nicht mit dabei. Ich klicke es mal ganz kurz an. Dann seht ihr es einmal kurz, denn ich will euch noch auf was hinweisen, was ich hier entdeckt habe im Stream. Der Preis, der hier steht, stimmt nicht. Ja, den zahlt ihr auch nicht. Das ist, hier steht oben drüber, Warbond Edition, das heißt, das ist noch anzeigefähig auf der Website. Wenn wir jetzt mal beispielhaft uns hier durchklicken, ich nehme jetzt mal eine Cutlass Black, dann seht ihr hier, das ist auch falsch, drücken wir auf Add to Cart, Klick, und dann sind wir im Einkaufswagen, und dann sehen wir hier den richtigen Preis ohne Steuern, die kommen hier unten extra, und dann seht ihr hier die Differenz. Die ihr zahlt von der Cutlass Black, die $100 kostet oder Wert hat, zum Beispiel, auf die Star Runner, die braucht nur 130. Ne? Das heißt, die kriegt hier über diese Variante den rabattierten Preis, egal was da vorher jetzt in dem Upgrade-Ding hier falsch stand. Ne? So, das wäre das. Kurz mal eins zurückgehen. Darüber hinaus gibt es auch noch das Ganze als Package. Und das ist auch spannend, denn... ihr kriegt hier die Warbond Edition von der Star Runner und dem neuen Fahrzeug für $350. Und Warbond ist ja ein richtiges Warbond, das heißt, ihr habt also nicht nur den vergünstigten Preis, sondern auf beide Items, also auf das Schiff und aufs Fahrzeug jeweils lebenslange Versicherung und der Skin ist auch noch mit dabei. Also, das geht aber nur mit Frischgeld, gibt es auch als normale Version, dann halt ohne Rabatt. Und dann seht ihr hier auch entsprechend, dass das Ganze ja eben $35 teurer ist insgesamt. Trotzdem ist diese Variante, wenn ihr eben beides haben wollt, günstiger, als wenn ihr es einzeln kauft, logischerweise. Also könnt ihr euch überlegen, was ihr hier machen wollt, ob ihr euch hier die Star Runner unter den Nagel reißt und das neue Fahrzeug vielleicht gleich mit oder nur das Fahrzeug oder nur den Skin, pipapo. Hinweis zum Skin. Ich wollte eigentlich am Freitag, also heute zum Freitagsstream, den Skin, 2 Stück davon im Stream verlosen. Leider hat der Bot nicht ordentlich mitgespielt, deswegen habe ich das Giveaway auf den Sonntag verschoben. Also wenn ihr am Sonntag im Stream dabei sein solltet, dann könntet ihr hier mitmachen beim Giveaway und dann könnt ihr einen von diesen beiden Skins abgreifen. Nur als Info für die, die da Lust drauf haben. Genau. So, hier sind wir nochmal auf der Schiffsseite vom Cyclone MC, denn da will ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Ihr wollt ja sicherlich wissen, was der hat. Nun, er hat hier zunächst mal ein Size 1 Geschützturm hinten drauf. Das heißt, das ist eine Size 1 Knarre. Ist nicht allzu stark, ist so ganz okay. Raketentechnisch haben wir hier zweimal Size 2, also links Size 2, 2 Stück und rechts Size 2, wieder 2 Stück. Also viermal Size 2 insgesamt am Start. So, und darüber hinaus gibt es noch ein Q&A zu diesem Fahrzeug, was gar nicht mal so unwichtig ist. Auch das verlinke ich euch in den Kommentaren hier angepinnt für alle die, die es interessiert. Nochmal kurz zur Erinnerung. Dieser Turm, das ist ein voll beweglicher 360-Grad-Turm. Also das ganze Ding hier oben kann gedreht werden, Punkt 1. Punkt 2, der Fahrer kann darauf nicht zugreifen. Das heißt, ihr braucht zwingend einen Gunner, der hinten drauf sitzt oder steht und sowohl die Raketen als auch ja, diese Knarre hier vorne bedient. Und dann werden hier noch diverse Fragen beantwortet, die, wie gesagt, ganz wichtig sind. Zunächst mal, habe ich schon ganz am Anfang gesagt, der wird erst mit der 3.13 released. Das heißt also, wenn ihr ihn jetzt kauft, dann habt ihr ihn zwar, könnt ihn aber nicht spawnen. Ich weiß gerade noch nicht, welche Version ihr dann bekommt, aktuell als Loaner, wahrscheinlich den Cyclone TR, es könnte aber auch der AA sein.
Darüber hinaus sagen sie hier so, ja, wo ordnet er sich ein? Naja, irgendwo zwischen dem TR und dem AA, das habe ich euch auch schon erzählt. Was noch ganz, ganz wichtig ist, ist dieser Part hier. Nämlich die Frage, können die Raketen auch einfach so abgeschossen werden oder muss man immer zwingend einen Gegner im Target haben und anvisieren und die Raketen aufschalten? Und sie schreiben hier, dass mit dem Missile Operator Modus, der in der Alpha 3.14 kommt, ne, das dauert also noch ein halbes Jahr, naja, nicht ganz, können alle Raketen, egal ob jetzt in dem Fahrzeug oder sonst wo, auch einfach nur so weggeschossen werden, so geradeaus geschossen werden und brauchen kein Target. Also das wird hier funktionieren. So, und dann geht es noch kurz hier um das Thema Austauschbarkeit der Waffen und Munition. Und hier wird erstmal darauf hingewiesen, dass jede Art von Size 2 Raketen, die im Spiel verfügbar sind, entsprechend auch eingesetzt werden können. Also hier gilt die gleiche Regel wie bei Raumschiffen. Ihr könnt die Raketen wechseln, wenn euch die nicht gefallen, die drin sind. Nachgeladen wird ebenfalls wie bei Raumschiffen. Das heißt also, überall dort, wo das eben möglich ist, auf irgendwelchen Pads, wo das Reparatur-Dings da funktioniert. Und darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr auch die Waffen tauscht. Also ihr könnt hier, schreiben sie hier, die Size 1 Waffe, die hier aufgeschraubt ist, könnt ihr durch jede beliebige andere Size 1 Waffe, die dort eben passt, draufschrauben. Und das gleiche gilt auch für, wie gesagt, für diese Raketen, wie ich gerade schon sagte, für jede Size 2 Variante. Was ihr wohl aber nicht machen könnt, und das ist ganz, ganz wichtig, ihr könnt nicht sagen, ich schraube die beiden Raketenwerfer ab und tausche die gegen Size 2 Geschütze aus. Das geht nicht. Ja, so viel mal zu diesen beiden Parts. Schreibt doch mal euer Feedback in die Kommentare. Was haltet ihr von dem neuen Cyclone und was haltet ihr von dem Angebot der Mercury Star Runner und dem grünen Skin dazu? Gefällt euch das? Ist es was für euch? Oder sagt ihr, nee, das ist nicht so mein Teil, hätte ich was anderes erwartet oder noch mehr andere? Einige haben mir schon im Stream gesagt, sie hätten gerne mehr grüne Skins für noch andere Schiffe oder Fahrzeuge gehabt. Die gibt es wohl dieses Jahr offenbar nicht. Vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht genau. Denkt dran, ihr habt jetzt Zeit bis zum 22. März, euch hier zu überlegen, ob ihr davon was haben wollt oder nicht. Also ihr müsst nicht hetzen, überlegt es euch einfach ganz entspannt und ja, schlagt dann zu oder lasst es sein. Ich, wie gesagt, finde diesen Skin von der Star Runner relativ gut. Er kommt natürlich nicht an den schwarzen Skin ran, aber der ist halt auch sehr exklusiv. Aber ist kein schlechter Skin. Guckt ihn euch, wie gesagt, auf jeden Fall mal in Ruhe an, gerne in dem Stream von mir. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann, wann sehen wir uns denn wieder? Wir sehen uns morgen dann zum Samstagstream mit Alien Isolation ab 19 Uhr auf Twitch wieder, beziehungsweise vielleicht auch nochmal morgen in einem anderen Video, das weiß ich jetzt aber gerade noch nicht. Ich wünsche euch erstmal eine gute Nacht, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 65 degrees, last time I is down on my knees, the last time I heard you speak, you shot ice into my veins, I almost wished it would rain, now your forecast calls for me, does the sun go down on your